Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Es ist mal wieder Sonntagmorgen und ich habe Zeit zu nähen. Am 17. Juni habe ich euch ein Video hochgeladen, in dem habe ich euch gezeigt, wie ich diese Tasche genäht habe. Sie ist ein bisschen groß geworden und deshalb habe ich sie gar nicht fertig gemacht. Also das Futter fehlt und auch der Henkel noch. Ich habe euch nach eurer Meinung gefragt, wie ihr damit umgehen würdet. Und da möchte ich mich zunächst mal für die vielen, vielen Kommentare bedanken. Es waren sehr kreative Ideen dabei. Ich werde das jetzt hier nicht alles wiedergeben. Wer sich dafür interessiert, kann ja das Video nochmal anschauen, die Kommentare lesen. Ich mache hier oben unterm i einen Link. Da könnt ihr mit der rechten Maustaste anklicken, in neuem Tab öffnen und dann im Anschluss ansehen. Ich mache aber auch unten in der Beschreibungsbox einen Link und wahrscheinlich im Abspann. Dann möchte ich mich ganz besonders bei Sabine bedanken und auch entschuldigen. Sie hat mir eine E-Mail geschrieben. Ich hatte im Abspann des Videos einen Kommentar gemacht über meine Applikation. Ich betone meine Applikation. Die ist nämlich ganz und gar nicht schön geworden und ich bin nicht stolz drauf und mir gefällt es nicht. Und Sabine hat dann auch mal etwas auf diese Weise appliziert und sich angegriffen gefühlt. Also ich weiß nicht, wie eure Applikationen aussehen. Möglicherweise könnt ihr das ja sehr, sehr viel besser als ich. Und also meine Bemerkung zielte auf meine Applikation und nicht auf eure. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich bevorzuge eine derartige Applikation mit umgeschlagenen Kanten von Hand unsichtbar aufzuapplizieren. Aber es geht auch mit Zickzack und wenn man es übt und gut kann, dann kann auch das sehr, sehr gut aussehen. Gut, das dazu. Also, es geht heute darum, die Tasche zu verkleinern. Ich habe das jetzt ein paar Wochen liegen lassen. Bei mir gibt es immer eine Projektkiste. Das ist in diesem Fall eine Holzkiste. Die sieht dann so aus, ist mit einem Tuch abgedeckt. Denn wenn man etwas hinstellt, sitzt sofort eine Katze drauf. Ich habe in der Zwischenzeit passende Reißverschlüsse herausgesucht für die Tasche. Ich habe auch einen Reißverschluss fürs Futter. Das ist der Rest der Hosenbeine von dieser Hose. Das ist eine Damast-Tischdecke zwischen beige und rosa. Die habe ich als Futter vorgesehen. Das sind die Reste des Blusenstoffes. Das ist dieser hier. Und das sind meine restlichen Quadrate. Ich hatte einen kleinen Denkfehler eingebaut, mit Zentimeter und Quadraten gleichgesetzt und dann hatte ich viel zu viel Quadrate zugeschnitten. Die grünen habe ich gar nicht verwendet. Aber von den andersfarbigen habe ich noch und die werde ich heute mal sehen, wie es wird, noch brauchen. Und dann habe ich hier eine Hose, also das war auch mal eine rote Jeans. Die habe ich, da wollte ich auch eine Hosentasche draus machen. Hab sie dann aber falsch zugeschnitten und die ist jetzt zu kurz abgeschnitten und das geht als Hosentasche wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich werde möglicherweise, ich bin mir noch nicht ganz sicher, das für unten verwenden. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und gehe an den Nähtisch.
Das ist meine Tasche. Ich finde, sie ist jetzt nichts Besonderes, aber sie ist ganz gelungen. Ich finde, sie ist gerettet, ein bisschen kleiner und man kann sie verwenden. Das Aufwendigste ist jetzt noch der Träger gewesen. Wer das mit den Intarsienträgern noch nicht gesehen hat, ich mache hier nochmal einen Link zu einem anderen Video. Ich habe diese Winkel, setze ich normalerweise in 45 Grad Winkeln zusammen. Da ich aber hier ein Hexagon mit 60 Grad Winkeln habe, habe ich mich jetzt hier auch für 60 Grad entschieden. Ich hätte von dem dunkelroten hier mehr eingesetzt, ein größeres Stück, aber ich hatte wirklich nur noch die Quadrate. Das war nur so ein ganz kleines Probestück, was von dem Stoff, was ich da hatte. Da hatte meine Schwester Färbeversuche gemacht. Und deshalb ist das jetzt hier nur so ein kleiner Zierstreifen. Diese Tasche werde ich in mein Secondhand-Geschäft mitnehmen. Und wenn Stammkunden kommen, die überraschend etwas einkaufen und keine Tasche dabei haben, dann gebe ich so etwas als Leihtasche heraus. Das kommt dann wieder zurück und bekommt der nächste Kunde. Ich wollte eigentlich beide Taschen heute nähen. Es ist jetzt früher Sonntagnachmittag. Es wird mir aber ein bisschen zu stressig. Ich höre jetzt auf zu nähen. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt das Video noch fertig bearbeiten kann. Jetzt, wo ihr das seht, ist es fertig, aber ich muss es jetzt erst noch machen. Der untere Teil der Tasche ist dieser und das wird eine zweite Tasche werden. Dieses Mal mit Reißverschluss. Hier habe ich ja ohne Reißverschluss gearbeitet. Ich habe von dem roten Hosenstoff hier noch etwas übrig. Ach so, wichtig. Im letzten Taschenvideo habe ich euch gesagt, ihr sollt das Hosenbein auf keinen Fall quer verwenden, sondern längs wegen der verschiedenen Musterrichtung. Ich habe ja von diesem roten nur diesen Streifen und deshalb habe ich hier das Bein tatsächlich quer verwendet. Aber ich habe es ja hier oben nicht längs, insofern macht das nichts. Wenn ich es aber hier oben so rum habe und dann vom gleichen Stoff unten ansetze, das würde man sehen. Das dazu, das ist der Rest, das geht jetzt nochmal in die Restekiste, es ist nicht mehr viel, aber in der roten Kiste ist fast nichts drin. Da ist Platz, da kann ich das machen. Und von dem gemusterten Blusenstoff, diesem hier, da sind auch noch Reste, die brauche ich aber demnächst noch. Das geht also auch wieder zurück in die Projektkiste. Dann habe ich hier meine improvisierte Design Wall. Die besteht aus einem Holzstäbchen, einem gewöhnlichen Stückchen Stoff und ein paar Stecknadeln. Und da habe ich von den letzten Projekten schon immer die Reste gesammelt. Stoffe zugeschnitten in Quadrate 15 x 15 cm. Die sammle ich. Und dann wird am Ende eine Patchwork-Decke daraus genäht. Die werden nicht einfach nur aneinander genäht, das wäre auch möglich. Die werden nochmal geschnitten und dann ergibt das ein sehr schönes Muster. Das sieht kompliziert zu nähen aus, ist es aber nicht. Und da habe ich jetzt nun heute aus dem roten Stoff drei Quadrate geschnitten. Die mache ich mir hier dran. Von dem, das war Katze Salome. Von dem geblümten schneide ich noch keine Restquadrate, denn das brauche ich für die nächste Hose nochmal. Gut, jetzt habe ich alles gesagt, was ich euch sagen wollte. Wenn euch meine Hose trotz aller Pannen doch gefällt oder wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr die nächste Tasche nicht verpassen möchtet, dann dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Unten in der Beschreibungsbox gibt es immer noch jede Menge Links zu Videos, die fortführen oder die Grundlagen zeigen, also zum Beispiel das Aneinandersetzen der Träger im 45-Grad-Winkel oder das Nähen des Futters oder einer Futtertasche oder das Nähen der Intarsienträger oder. Ich bedanke mich für euer Interesse, wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Nähen. Verbleibe bis zum nächsten Video, eure Angelika und wünsche Gottes reichen Segen.